Am 11. Juni findet der 40. Hamburger Motorradgottesdienst statt. Zur Feier des Jubiläums steht die Veranstaltung unter dem Motto Straßen ins Leben. Das gleiche wie im Gründungsjahr 1983. Erstmals seit der Corona-Pandemie startet im Anschluss an den Gottesdienst in der St. Michaeliskirche der traditionelle Motorradkorso vom Michel über die Elbbrücken bis nach Buchholz. Bis zu 20.000 Teilnehmer werden erwartet.